section of my deepest knees. You were there, I knew, now you know. But when we met, I swear I came alive. My heart turned to jelly and I'm googly eyed. Same old story with a zesty twist. I'm ready to relax in this magical place that is you and design. So let's spend our time, babe. Plant a seed, watch it grow into a tree, baby. Why don't we grow some nectarines, baby? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen jetzt so richtig zu einem neuen Weekly Vlog. Heute ist Freitag und eigentlich ist der Arbeitstag jetzt gerade so ziemlich vorbei. Deswegen stehe ich im Bad mit einem Kokosnusswasser und mache mich kurz ein bisschen frisch. Ich war den ganzen Tag ungeschminkt. Und wir sind jetzt noch ein bisschen zum Picknicken und Grillen verabredet. Und ich habe heute ein Video hochgeladen. Und da wurde ich auch ein paar Mal auf mein Make-up angesprochen. Ich mache jetzt nicht das gleiche Make-up wie in dem Video, weil so viel Zeit habe ich nicht. Aber ich zeige euch, wie ich jetzt im Sommer, weil hier ist gerade auf einmal Sommer, 28 Grad, wie ich dann quasi, ja, aussehe. Und ja, was einfach so ein easy Sommerlook ist. Und auf jeden Fall trotzdem wichtig als allererstes Sonnenschutz. Wo ist mein Sonnenschutz? Ah, hier. Ich benutze einen, der sieht ziemlich abgegrabbelt aus, von Neutrogena momentan. 55. Why not? Better safe than sorry, würde ich sagen. Und ja, großzügig auftragen. Ich habe mein Gesicht gerade nochmal abgewaschen. Und meistens ist es bei mir so, dass ich auch noch andere Foundation-Produkte benutze, die auch Lichtschutzfaktor haben. Jetzt werde ich ein bisschen rot vom Reiben. Aber ja, Schichten schadet da halt auch einfach nicht. So. Also Philipp hat irgendwas hier mit dem Spiegel gemacht heute Morgen. Ich sehe mich auf jeden Fall nicht. Als nächstes, ich meine, es soll jetzt ein easy Make-up werden. Eigentlich, wenn ich jetzt richtig toll aussehen wollen würde, würde ich von The Ordinary den High Spreadability Fluid Primer benutzen. Und dann noch einen anderen Primer. Aber ich nehme jetzt erstmal nur den. Und zwar ist das der Pixie Flawless Beauty Primer. Und wegen dem drehe ich jetzt gerade auch vor allem diesen Teil, weil einige haben gefragt, woher mein Glow kommt. Und wenn ihr euch jetzt das Video auch nochmal anschaut, sehe ich da viel, viel bräuner aus, als ich wirklich bin. Und das liegt unter anderem an diesem Produkt. Das ist so ein bisschen hautfarben, schimmrig. Hier sieht man es ganz gut. Und das ist auf jeden Fall schon ein bisschen getönt und gibt so einen ganz guten Glow. Und das trage ich einfach auf dem ganzen Gesicht auf. Als nächstes nehme ich einen Concealer. Das ist der Fit Me Maybelline Concealer. Und ich glaube, ich versuche jetzt heute einfach einmal ohne Foundation auszukommen und nehme den ein bisschen großzügiger. Und zwar so. Jetzt verwende ich das erste Mal, oder ich habe es gestern nämlich auch verwendet, aber davor lange Zeit nicht, denn es war in irgendeinem Kosmetiktäschchen von mir verschwunden. Ein alter Favorit von Manhattan, das Clear Face Compact Powder. Und dafür nehme ich so einen relativ großen, fluffigen Brush, damit es eben nicht ganz so deckend und nicht ganz so matt wird, weil das kann sehr, sehr matt und deckend werden, wenn man das möchte. In der Farbe 70 Vanilla und der Pinsel ist von Lottie London. So. Auch nicht so viel, weil ich will ja dieses Glowy Finish nicht so komplett kaputt machen. Aber es ist draußen sehr heiß. Das heißt, ich werde ja eh schwitzen. Und deswegen mattiere ich jetzt auf jeden Fall erstmal so ein bisschen großflächig und ziehe das hier noch so ein bisschen runter, damit die Farbe nicht so komplett anders ist. Aber ja, das soll einfach nicht so aufgedrückt sein. Aber angenommen, ich würde es jetzt mit dem Schwämmchen machen,
dann wäre das viel zu doll und viel zu dick und dann würde das eventuell komisch aussehen, wenn sich das dann so ein bisschen auflöst und abträgt durch Schweiß und Hitze. Und da habe ich eine rote Stelle. Weiß nicht, was das ist. Ich zeige es euch jetzt mal kurz hier in dem Licht, denn das ist ein bisschen komisch, wenn ich ja das hier so auf und zu klappe von meinem Badezimmerschränkchen, dann ist eine Lichtquelle verdeckt und dann irgendwie sieht dann die Haut anders aus. So, und jetzt ist das so ein bisschen eingezogen und sieht eigentlich schon echt sehr schön aus. Und damit es aber immer dann noch nicht so maskenhaft ist und besser darauf vorbereitet auf gleich die Hitzeschwankungen und Temperaturschwankungen, nehme ich einmal ein Spray und da benutze ich ganz gerne von Masterlin das Facial Tonic. Und es hat einen wunderbaren, erfrischenden Effekt. Und ihr seht jetzt gerade, ne, was passiert ist vom Licht her, wenn ich euch da wieder reinstelle. Das benutze ich auch morgens und abends, aber ich benutze es manchmal auch so einfach, um das Make-up zu setten und einfach um dieses pudrige, maskenartige aufzulösen. Und das mache ich gerne, bevor ich meine Augenbrauen und vor allem bevor ich meine Wimpern mache, weil ich finde, wenn man sowas auf getuschte Wimpern aufsprüht, verlieren die manchmal wieder ihren Schwung. Okay, jetzt muss ich kurz warten, bis das eingezogen ist. Aber fühle mich jetzt schon ganz gut. Ich mache auch nicht mehr so viel tatsächlich. Mir geht es eher darum, dass meine Haut halt gut aussieht. Was ich gleich auf jeden Fall noch ein bisschen machen muss, ist ein bisschen Bronzer auftragen. Allerdings tue ich das erst, wenn ich weiß, was ich für ein Oberteil anhabe. Jetzt mache ich meine Lippen und da benutze ich mein Lieblingsprodukt. Und zwar einen ganz frischen Burt's Bees Lippenbalsam. Und das ist meine gesamte Lippenroutine. Groundbreaking. So. Und dann mache ich mal meine Augenbrauen. Dann nutze ich von Glossier die Boy Brow. Die neigt sich allerdings langsam dem Ende zu, glaube ich. Also ich bräuchte, glaube ich, bald mal wieder eine. Aber das Wichtigste dabei ist eigentlich, dass man vor allem hier am Anfang so ein bisschen gegen den Strich nach oben kämmt, dass das so natürlich aussieht. Als Highlight benutze ich zwei Produkte, und zwar einmal von Glossier Haloscope in Topaz und von Nui, spricht man die Marke, glaube ich, aus. Eieiei. In der Farbe, das ist eigentlich ein Natural Illusion Cream Eyeshadow, aber ich benutze den auch für, ja, als Highlight. Und ich habe da leider ein bisschen mit einem Pinsel letztens reingegangen, deswegen ist es ein bisschen dreckig. Und zwar mache ich das so. Erstmal fahre ich hier so entlang und es ist halt ein super goldenes Highlight. Und es ist mir ein bisschen zu golden in diesem Fall. Das ist, wo ich vor allem mein Highlight auftrage. Vor allem auf der Nase. Also auf der Nase möchte ich nicht so ein goldenes Highlight haben. Und dann gehe ich hier rein. Das ist mehr champagnerfarben. Das Problem ist nur irgendwie von der Textur her, ist das manchmal zu trocken, je nachdem, wie gut meine Haut gepflegt ist. Und dann gebe ich das da drüber und vor allem das Innere von dem Glossier Stick ist super cremig und super feucht. Und wenn man das dann aber vermischt, ist es zum einen eine sehr coole Farbe, wie ich finde, und hat die perfekte Konsistenz. Und das könnt ihr dann entweder mit dem Finger einarbeiten, das wird dann wahrscheinlich am natürlichsten, oder mit dem Schwamm. Mit dem Schwamm kommt es immer so ein bisschen drauf an. Auf jeden Fall wird es mit dem Schwamm dann auch sehr natürlich. Und ja, ich mache so eine Mischung. Erstmal ein bisschen mit dem Finger vorarbeiten und dann nochmal mit dem Schwamm ein bisschen einblenden und natürlich auf Nase und, wie heißt das auf Deutsch? Lippenspalte? Ich habe keine Ahnung. Da muss man ja eh gucken, wie das so aussieht. Ein einziger Tipp noch, zieht es so ein bisschen runter auf die Lippe, das sieht auch ganz schön aus. Vor allem, wenn ihr wie ich sowieso eine Lippenbalsam tragt, dann ist das so das Einzige noch, was die Lippe ein bisschen interessanter macht. So, dann, weil das ja noch nicht genug Glow ist, nehme ich noch das Puder von Hourglass. Das ist das Ambient Lighting Powder in, ja, Dim Light. Habe mir selber gekauft. Wie fast alles, was ich euch, glaube ich, gezeigt habe. Das
Das einzige Produkt, glaube ich, was ich hier euch gezeigt habe, also erstmal, ich kennzeichne alles mit PR-Sample unten in der Infobox. Masterlin war ein PR-Sample und das hier, allerdings durfte ich mir, habe ich mir das selber ausgesucht, also das habe ich nicht so zugeschickt bekommen, sondern ja. Anyway, so, dann nehme ich das auch wieder auf diesen Pinsel und mache das so ganz leicht, so als konturmäßiger Blush/Bronzeersatz und auch nochmal ein bisschen hier oben und ein bisschen überall und schon mal an den Hals. Und das ist nachher auch ganz gut, um hier die Farbe anzugleichen. Und was auch ganz schön aussieht, wenn man sich die Augen nicht wirklich schminken will, ist das hier zu nehmen und dann so ein bisschen als Lidschatten aufzutragen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Das bietet sich vor allem an, wenn man sehr durchsichtige Haut hat und man sonst überall die blauen Äderchen durchsieht. Ich meine, ist nichts dabei. Finger geht übrigens auch, wie bei fast allem. Ich glaube, ich trage gar keine Wimperntusche heute. Ja, dann muss ich die heute Abend nicht abschminken. Ja, und dann... Ich mache jetzt trotzdem mal die Wimpern, dass ich sie biege. So sieht das Make-up-Ergebnis, also eigentlich mehr oder weniger meine Haut jetzt aus, nachdem ich fertig bin. Und ich dachte... Bin ich scharf? Ja. Dass ich mir jetzt erstmal ein Outfit aussuche. Danach mache ich vielleicht noch ein bisschen Blush, aber ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn man sich das Outfit erst ja danach aussucht und dann hat man genau was mit roten Tönen an und aber ist so komplett orange-mäßig geschminkt. Also dann habe ich halt oft einen Blush in Koralle und so und dann passt das alles nicht zusammen. Deswegen ziehe ich mir jetzt erst was an, beziehungsweise halt ein Oberteil, was ich gleich anziehen möchte und dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Blush. So, wir sind jetzt angekommen. Ich habe eben nichts mehr gefilmt, aber ich trage mein Jumpsuit mit so einem Mesh-Shirt, mit meiner Jeansjacke und mit meiner Sonnenbrille. Und ich habe dann tatsächlich gar nichts mehr drauf gemacht. Also, ja, wird schon passen. Es wird jetzt auch langsam dunkel. Und ja, hier haben wir uns jetzt niedergelassen. Philipp ist auch da. Der gibt gerade den Standort durch. Genau. Und da sind irgendwelche Möwen. Ja, und dann bauen wir jetzt mal auf. Should we just put them in the middle for a second? Yeah, sure. And appreciate. Oh je, ob das nicht ein Fail war. Den Leuten hat übrigens dein Talk zum Thema Beziehungen und Dates ganz gut gefallen. Ja, was haben die denn gesagt? Musst du dir mal die Kommentare durchlesen? Ich glaube, ich würde dem Ganzen nicht gerecht werden, wenn ich dir jetzt einfach nur die Quintessenz sage. Okay. Lese ich mir das mal durch. Ja, mach das mal. Wir haben jetzt das Feuer angemacht, Geburtstagskuchen überreicht. Und ja, ich bin langsam hungrig. Ich habe aber jetzt auch schon fast eine halbe Tüte Chips oder eine dreiviertel Tüte Chips gegessen. Deswegen geht es einigermaßen. Ja. Und dann müssen wir uns auch mal überlegen, was wir am Wochenende machen. Ja. Weil das Wetter wird an einem Tag gut und an einem Tag schlecht. Any ideas? Not yet. Not yet? Ich bin jetzt noch mal kurz nach Hause gelaufen. Das ist nicht weit von uns weg, um Jimmy zu holen für eine kleine Runde. Und dann ist er auch noch kurz dabei beim Grillen. Und ich lasse jetzt die Kamera aber hier, weil es komplett dunkel ist. Und dann sehen wir uns aber auf jeden Fall am Wochenende noch mal wieder. So, Jimmy, bist du bereit? Ja, wir gehen jetzt nämlich los. Das hier ist Schokolade, keine Panik, denn ich arbeite gerade daran, den Girlfriend of the Year Award zu gewinnen. Ich habe nämlich vegane Pain au Chocolat gerade im Ofen gebacken und die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Jimmy kommt auch dazu und dann gibt es noch Kaffee mit Chocolate Oat Milk. Ich weiß nicht, ob ihr mich gerade verstehen könnt, aber wir sind jetzt bei unserer Destination angekommen und zwar ist das eine Echo Fair. Und mehr erzähle ich euch, wenn wir draußen sind, weil sonst kriege ich glaube ich ein Problem mit YouTube wegen der Musik. In the very soul, maybe now we found our own one, the same.
exploring this magical bliss that is you and the Oh, es riecht auf jeden Fall super lecker. Es riecht mega lecker. So, wir sind jetzt wieder rausgekommen. Wir waren auf dem Urban Makers East Festival im Ecology Pavilion am Victoria Park. Stimmt das? Ja. Ich immer jemanden brauche, der meine örtlichen Koordinaten verifiziert. Das ist nämlich nicht so meine Spezialität. Und es war so eine kleine Fair, allerdings eben in einem Pavillon, leider nicht draußen, weil heute eben so schönes Wetter ist. Und da gab es ganz viele kleine Ständchen von Leuten, die so Businesses haben, die eben besonders ökologisch sind. Und auch an jedem Stand war so ein kleines Poster aufgehängt, wo so drauf stand, How green am I? Hast du das gesehen? Und dann musste jeder so eintragen irgendwie, was da eben die besonderen Sachen an dem kleinen Unternehmen oder an den Produkten sind. Das war ziemlich cool und besonders gut haben mir die Ceramics gefallen, also die ganzen handgemachten Tassen, und konnte Philipp leider nicht so davon überzeugen, und so kleine Planter, die man so aufhängen konnte. Aber am Ende habe ich gekauft eine Duftkerze von Oros. Eine Soy Candle, die handgemacht ist von einer netten Dame hier in London. Und zwar haben wir uns für den Scent Mother Nature entschieden. Und jetzt habe ich aber schon wieder vergessen, was da alles genau drin war. Aber es war so sehr woody und... Sandalwood war auf jeden Fall drin. Nee, Sandalwood gab es eine eigene. Sandalwood und Musk. Aber da ist auch Sandalwood dabei. Ah, ist auch dabei. Ja, ja, genau. Entschuldigung. Thank you. Ja, die hat uns am besten gefallen. Und ich verlinke euch die Lady mal unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch ihren Instagram-Account anschauen. Ja. Ich bin gespannt. Wir werden sie vielleicht heute Abend mal feierlich anbrennen. Und jetzt gehen wir wohin? Nach Eggerston. Okay, ja. Machen wir jetzt. Genau. Jasmin, die hat nämlich ein ziemlich cooles Sportoutfit. Das muss man sich erst mal anschauen. Ja. Ziemlich cool. So, wir sehen jetzt hier gerade den Sonnenuntergang und waren im Gym. Wie war dein Training? Hart am Limit. Hart am Limit? Wir sind auch im Partnerlook. Ja, so ziemlich. Mein Top und dein... Meine Hose. Deine Pants. Ja. So, jetzt wollen wir noch essen gehen, weil wir waren die Woche ehrlich gesagt ganz, ganz schlecht mit unserem Essen. Also, wir haben gefühlt gar nicht gekocht und es war echt ein bisschen blöd, aber... Wir müssen einfach nächste Woche wieder ganz konsequent sein. Back into the game. Back into the game. Naja, ich meine, wir waren halt die ganze Zeit unterwegs. Ja, einmal ging es mir nicht so gut. Dann ging es dir nicht so gut. Und dann wollte ich die Sachen alle nicht essen, die wir hatten, weil das irgendwie nicht so ganz mit meinen Symptomen einhergegangen wäre. Ja, aber jetzt geht es mir echt wieder top. Und wir laufen im Sonnenuntergang nach Hause. Hatten echt ein mega krasses Workout. Ich habe mal mit Philipp sein Workout mitgemacht und ja. Mal gucken, ob ich morgen noch die Treppe hoch und runter komme. Hast dich sehr gut geschlagen. Oh, aber es war echt mega anstrengend. Es war echt viel anstrengender, als was ich sonst mache. Also echt krass. Anyway, wir gehen jetzt heim. Wir haben nämlich Vietnamese Food Cravings. Mega. Und gucken erstmal nach, wo wir das herbekommen. Und dann gehen wir erstmal ein Ründchen mit Nibi. Jo. Und dann, ja, Food. Super hungrig. Bay Area oder Kalifornien. I'm a little bit hooked these days. Hallo ihr Lieben, heute ist Sonntag. Wir waren gerade ein bisschen im Park picknicken und jetzt gehen wir nach Hause. Und arbeiten ein bisschen an unseren Phil und Jasmine Sachen. Wir haben auch gedacht, es regnet gleich. Allerdings, ja, vielleicht auch nicht, aber es ist jetzt ein bisschen grau und nicht mehr ganz so schön. Dann waren wir heute Morgen noch einkaufen, haben einen Film geschaut. Dude auf Netflix. War jetzt eher so... Dudes? Nee, nur Dude. Aber eigentlich ging es um Dudes, aber um weibliche Dudes. Ja, jetzt keine hundertprozentige Empfehlung, aber kann man schon mal gucken. Ganz nett. Ja. Für einen Sonntagmorgen. Und jetzt, wie gesagt, gehen wir heim, arbeiten noch ein bisschen was. Und ja, dann muss ich meinen Akku aufladen.
Und auch sorry, dass ich gestern nichts mehr gefilmt habe, denn der Akku war leer. Und komischerweise geht er gerade noch mal ein bisschen, aber ich glaube, er wird mich jetzt auch gleich verlassen, denn er blinkt ganz hektisch. Hallo ihr Lieben, ich filme das ein bisschen später. Ich bin nicht mehr wirklich dazu gekommen, noch groß was zu vloggen, nachdem wir für Phil und Jasmine geshootet haben. Aber so, jetzt ist der Status, ich habe noch nasse Haare. Ich warte gerade auf ein paar Leute, die bei uns in die Wohnung kommen. Deswegen ist auch alles leider ein bisschen stressig und der Vlog ist so ein bisschen durcheinander. Wir hatten jemanden hier, der die Wohnung geschätzt hat. Ich will jetzt noch kein so riesen Ding draus machen, weil ich glaube, dieser Vlog ist schon ziemlich pickepacke, vor allem mit anderen Sachen. Aber deswegen habe ich, wie gesagt, leider ein bisschen Stress jetzt die Tage und bin jetzt hier immer noch daran, so die Wohnung halt so schick zu machen. Oh nein, eine Pflanze von mir braucht dringend Wasser oder hat ein anderes Problem. Anyhow, ja, deswegen bin ich jetzt hier gerade so am Rumwuseln. Ich habe jetzt noch ein paar Minuten Zeit und dann kommen die. Und was ich euch aber noch zeigen wollte unbedingt, und ich hoffe, ich kann das irgendwie zwischendrin machen, das wird ein bisschen schwierig. Ich bin nämlich auch mit Jimmy alleine gerade und ja, ist immer dann ein bisschen blöd, wenn fremde Leute in die Wohnung kommen. Das mag der nämlich nicht so gerne. Typisch Hund. Und ja, ich wollte euch aber auf jeden Fall noch zeigen, wie ich meine Kooperation ein bisschen plane. Und das mache ich auch auf jeden Fall noch. Und ich werde gleich dafür irgendwann mein Bullet Journal rauskramen und euch dann zeigen, wie ich das mache. Das mache ich nämlich tatsächlich in meinem Bujo. Und generell ist es einfach für mich so ein Tool für alles in meinem Leben, das wisst ihr ja. Und ich nutze das auch eben, um mir zu merken, was für meine Favoriten toll war, aber auch um Produkte zu testen und auch ja eben dann aufzuschreiben, wie es meiner Haut geht mit Hautpflege. Ich teste aber natürlich nicht nur Hautpflege. Ich meine, ich mache ja noch alles mögliche andere. Ich teste gerade noch ein paar Supplemente zum Beispiel. Ja, was mache ich noch so? Rezeptideen halte ich da drin natürlich fest. Für Kooperationen allgemein habe ich wie so eine Art Running To-Do-List. Ich glaube, ich habe euch im letzten Video in dem Update schon erzählt, dass ich zum Beispiel gerade so eine Kooperation plane für den Muttertag mit Kartenideen. Und dann habe ich da zum Beispiel auch eine Liste mit möglichen Motiven und mit Testzeichnungen dafür und sowas alles. Ja. Und ich glaube, ich mache mir nachher eine neue Tabelle, weil ich auch ein paar neue Produkte angefangen habe zu testen. Und zum Beispiel, was ich auch schon sehr, sehr lange teste, sind die Produkte von Masterlin. Das wisst ihr ja, glaube ich, auch. Da war ich vor 2 Monaten, 1 Monat, ich weiß es gerade gar nicht. Ah, vor ein bisschen mehr als 1 Monat auf einem Event in Wien. Und seitdem benutze ich auch die Produkte und habe bisher 3 Lieblingsprodukte. Und habe aber fast die ganze Range getestet. Allerdings hatte ich da das Glück, vorher mit einer Naturkosmetikerin quasi ein Gespräch führen zu dürfen. Und dann hat die mir eh schon nur Produkte empfohlen, die für mich eben Sinn machen. Und die Produkte, die für mich gar keinen Sinn machen, habe ich gar nicht erst mitbekommen. Das ist natürlich super hilfreich für eine Kooperation. Und ja, da bin ich auch gerade dabei zu testen. Aber da bin ich schon ein bisschen weiter, weil ich es eben schon über den Monat benutze. Aber ich werde es auf jeden Fall noch bis Juni oder so... Wo sind wir jetzt? Ende April fast. Ja, ich werde auf jeden Fall bis Juni noch weiter testen, bevor ich da ein größeres Video dazu mache. Und weil ja einige auch mal letztens unter einem Video von mir gefragt haben, wie lange ich die Produkte ungefähr teste. Generell ist das natürlich immer unterschiedlich, aber ich teste meine Produkte schon eigentlich sehr lange. Und da habt ihr hier jetzt ja eine ganz gute Timeline. Also bei dem Beispiel Masterlin zum Beispiel war ich auf dem Event eben ja vor ein bisschen über einem Monat, vor 5 Wochen. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sage, ich habe 3 Lieblingsprodukte, die ich wirklich regelmäßig benutze. Die anderen Produkte finde ich auch gut, aber wirklich so in meiner privaten, persönlichen Hautroutine haben auf jeden Fall 3 Produkte oder 4 Produkte erst geschafft, dass ich sie sehr regelmäßig nutze.
Und jetzt schreibe ich demnächst schon mal das erste Mal einen Blogpost drüber, weil ich eben auch sagen kann, okay, jetzt kann ich mir schon was drunter vorstellen. Und dann im Juni ungefähr werde ich dann ein Video drüber machen und dann könnt ihr euch ja die Timeline da vorstellen. Im Fall, das sind dann ein bisschen mehr als 3 Monate insgesamt, ja. So, ich hoffe, das hat euch schon mal einen kleinen Einblick gegeben und ich zeige euch gleich aber nochmal in meinem Bujo, wie ich das so ein bisschen aufbaue. Hier habe ich jetzt gerade mein kleines Arbeitssetup aufgebaut und das sind Produkte, die ich momentan aktuell schon teste. Teilweise zum Beispiel der Primer hier, ich weiß nicht, doch, oh. Der ist schon ganz schön eher fast leer. Ich glaube, so sieht man es am besten. Nee, halb voll oder halb leer, je nachdem. Ich habe eine Maske, das ist auch so eine Art Toner oder Toning Solution. Sehr interessant, hatte ich sehr viel Angst vor, das auszutesten. Maske habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Und dann noch Nahrungsergänzungsmittel. Und zwar sind das in dem Fall alles Sachen, die ich sowieso genommen habe oder auch mir regulär gekauft habe. Deswegen war das für mich sehr interessant zu testen. Und wurde ich übrigens selber angefixt von jemand anderem aus dem Internet. Deswegen, ja, so wie es halt meistens so ist. So, das sind die Produkte. Die habe ich mir jetzt hier schon mal hergeholt, um mich dann eben nochmal dran zu erinnern. Auch und die richtigen Namen aufzuschreiben und so. Und gerade hier, wenn man das Packaging vielleicht wegschmeißen will, dann schreibe ich das jetzt vorher alles auf, was wichtig ist. Oder reiße zum Beispiel irgendwie, wenn hinten manchmal so Anwendungssachen draufstehen, die wichtig sind, und ich das Packaging auch wegschmeißen will, dann reiße ich das zum Beispiel aus und tue es eventuell erstmal hinten hier in diese Tasche vom Bujo. Und ich habe hier auch allerhand Sachen drin. Also ihr seht, das ist wirklich mein Live-Organisationstool. Und ja, das mache ich jetzt erstmal. Ich balanciere euch gerade auf meinem Kaffeebecher. Ich hoffe, da passiert nichts. Das ist ein bisschen risky business. Ich habe hier gerade schon eine Doppelseite offen mit so ähnlichen Sachen. Da ist zum einen auch ein Braindump dabei. Das ist dann eher noch so, wenn ich quasi mir noch keine so eine richtige Übersicht gemalt habe, dann schreibe ich einfach Sachen auf, die ich erledigen muss oder an die ich denken muss oder Notizen. Kann ich da auch einmal kurz abhaken, was ich schon gemacht habe. Und ja, jetzt mache ich mir so eine Art kleines Layout. Im Prinzip ist es ähnlich wie der Braindump. Ich mache mir jetzt einfach hier erstmal so einen Strich, so als Überschrift. Da kann ich dann später halt hinschreiben, keine Ahnung, zum Beispiel Produkttest XY. Und je nachdem, wenn ich zum Beispiel eine ganze Range mache, dann schreibe ich zum Beispiel Produkttest Marke X. Und dann kann ich wie so eine Tabelle machen, könnte man natürlich auch in Excel zum Beispiel machen. Dann schreibe ich hier zum Beispiel jetzt erstmal hin Produkt. Das hier soll jetzt einfach mal für aktuelle Produkte sein, das heißt nicht nach Marke geordnet. Und dann schreibe ich zum Beispiel auf, wann ich angefangen habe, das zu benutzen. Dann schreibe ich einfach hier erstmal in dem Fall ab wann. Und dann lasse ich es mir relativ offen. Dann mache ich Notizen und dann lasse ich da mal relativ viel frei. Ja, das fülle ich jetzt mal aus und dann zeige ich euch dazu noch mal ein paar Sachen. Das ist jetzt mal ein kleines Beispiel für so einen Aufschrieb. Ich habe jetzt hier mal die Toning Solution genommen von The Ordinary. Habe ich mal eingetragen, ab wann ich es getestet habe. Das ist ungefähr der 1. April. Und ja, lacht bitte nicht über mein Denglisch in solchen Aufschrieben. Das ist leider ein Problem, was sich bei mir inzwischen automatisch ergibt. Dann habe ich so ein paar Notizen für die ersten 2 Wochen der Benutzung eingetragen. Die hatte ich mir sonst auch schon auf meinem Handy unter der Notizfunktion abgespeichert. Dass es am Anfang ein bisschen brennt, dass es manchmal zu Rötungen kommt, aber keine Breakouts, zumindest bis zum 22. April hatte ich bisher keine. Dann habe ich hier schon mal einen Platz freigelassen für Updates. Spätestens im Mai muss ich nochmal ein Update eintragen, dann nochmal speziell, falls wirklich richtige Probleme auftreten, wie ein Ausschlag oder halt, ja, es brennt hier ein bisschen, allerdings ist das schon, kann normal sein in dem Fall, aber das ist ja bei jedem Produkt anders, nur halt ein richtiges Problem. Also bei so einem Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel, dass man es irgendwie nicht verträgt oder so, dass man irgendwie Bauchschmerzen davon bekommt oder sowas. Ja, und dann, ob ich Fotos gemacht habe, meistens habe ich da auch noch einen Ordner auf meinem Handy und dann trage ich mir entweder Ja oder Nein ein und
Falls ich weiß, irgendwie in welchem Ordner auf meinem Handy ich das abgespeichert habe, dann vermerke ich das hier und am Ende gibt es so ein kleines Verdict, also zum Beispiel kommt in die Favoriten, würde ich nachkaufen, gut, schlecht oder so eine Art Benotung von 1 bis 10. Und ja, das kann ich dann jetzt für all die Produkte noch machen, die ich jetzt hier liegen habe. Und dann habe ich zumindest mal so eine kleine Übersicht, dass ich überall was dazu geschrieben habe. Und wenn ich dann eben für andere Videos, Favoriten oder so, irgendwie auch mal Produkte benötige, dann kann ich einfach auch durch mein Bujo blättern und eben durch die Ordner an meinem Handy und mir dann die Produkte raussuchen, die mir am besten gefallen haben. Und jetzt, ihr Lieben, verabschiede ich mich ganz, ganz schnell, denn der Vlog ist, glaube ich, furchtbar lang mit furchtbar vielen Dingen. Und ja, ich möchte ihn nicht noch länger machen. Deswegen danke fürs Zuschauen. Danke für euer tolles Feedback zum letzten Video, was ich auch hochgeladen habe. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!